Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und ihr seht schon, wir sind hier wieder in einem Quick Look. Und zwar heute wieder aus der Fallout-Serie von Pop Games. Und zwar den Lone Wanderer. Männlich haben wir ja schon gesehen. Hier haben wir nun seinen weiblichen Counterpart. Hier seht ihr nochmal, was alles in der Serie ist. Die Box, wie immer, natürlich gleich aufgebaut hier. Mit dem Artwork. Ein Gebell wieder. Und dann haben wir hier natürlich den Lone Wanderer Female, den ich euch jetzt gleich mal aus der Verpackung hole. Hier haben wir sie nun, die gute Dame. Ich hoffe, sie bleibt stehen. Sie ist etwas wackelig auf den Beinen. Das ist bei den weiblichen Pops immer irgendwie schade. Sollten sie vielleicht die Stance dazu legen, die bei Poison Ivy einer dabei war. Aber was soll's, sie steht momentan, sie ist blond, sie hat ihren Wortanzug an, im Endeffekt kann ich euch sie gleich holen. Hier haben wir kleine Painting-Fehler an den Haaren, aber wie gesagt, nicht so schlimm. Es ist ein Standard weiblich, man kann den Kopf drehen. Standard weiblich, sie hat ungefähr dieselben Rüstungsteile dran, wie der männliche schon, hier an der Schulter, den Gürtel mit den Taschen, die Taschen hinten sind etwas anders. Auch sie hat ihren Pip-Boy gefunden und ich würde sagen, sie hat hier das Kampfgewehr dabei, also nicht die 10mm Pistole, sie ist schon etwas weiter, sie hat schon ein Kampfgewehr, das bei mir etwas gebogen ist, das man aber leicht zurückbiegen kann. So, jetzt schauen wir mal. Madame, bitte stehen bleiben, da haben wir es schon, sie will wieder nicht. Jetzt bleibt sie. Wackelig auf den Beinen, aber sie steht. Also einmal hingestellt, sollte sie auch stehen bleiben. Und dann würde ich sagen, da wir hier bei einem Quicklunks sind, sind wir auch schon wieder am Ende. Und ich würde mich bedanken fürs Zusehen, fürs Einschalten. Freue mich über jeden Kommentar, über jedes Abo und über jeden Daumen nach oben. Und sage tschö, bis zum nächsten Mal.